Feuer. Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Das ist für später. Ja. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Du hast gerade einen kleinen Gesundheitstrank erhalten. Das Trinken von Gesundheitstränken erfordert Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her und können sie über deine maximale Gesundheit ansteigen lassen. Vorsicht, da sind Fallen. Hm. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Beim Pfeil? Fallen zu entschärfen. Okay. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Um deine Jägerausrüstung zu öffnen und navigiere zu Sprengfallen. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osserer Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Okay. Ah. Sprengpaste. Das ist nützlich. Eine haben wir schon. Okay. Weiter haben wir schon. Ich habe jetzt alles für eine Falle. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Ja. Ich glaube, die habe ich nicht mal im ersten Teil groß benutzt, die Sprengfallen, muss ich gestehen. Ich glaube, die habe ich nicht genutzt. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Ja, und ich glaube, hier liegen noch Teile rum, die wir gebrauchen können. Guck mal hier, was du alles übersiehst. Warum habe ich die eigentlich mitgenommen? Du siehst Dinge. Hm? Diese Schieflage. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich sollte mal scannen. Was ich schade finde, warum kann sie es nur... Wir konnten im ersten Teil ja schon bestimmte Maschinen überbrücken. Warum können wir das hier jetzt nicht? Also ich meine, das geht ja weiter. Also es ist ja ein fortlaufender Teil. Normalerweise müsste sie das noch können. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Wühler. Hm? Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir eine deiner Fallen in seinen Weg legen. Platziert.
Komm, geh rum. Geh rum. Schusch. Pfeile haben wir halt noch nicht, ne? Alles sicher. Gut. Gut, gehen wir weiter. Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Ach, weißt du, man kommt so rum. Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Hoch, ne? So gespannt, was es für eine Maschine ist. Hast du gut, Eloy. Ups. Draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Ich wollte mich nur mal hier umsehen, alles gut. Aber wir finden jetzt hier keine so Dokumente, haben wir noch nicht gefunden, ne? Was ist hier drin? Aloy, sieh jetzt dir das an. Du hast einen Fokus und nutzt ihn nicht. Was ist mit dir? Guck mal, hättest du mir sagen können, hier liegt eine Kiste, Aloy. Hast du nicht gemacht. Was habe ich dich denn dabei? Also mal ehrlich. Was ist denn das? Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Das habe ich gemeint. Jetzt haben wir sowas. Mal sehen. Oh. Die Daten erwähnen Technologie, die Farsinet. Handelsabkommen. Zero Dawn Handelsabkommen. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen. Und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche, im Gegensatz zu den weniger taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Farsenit eine Kopie des Prototyp Homer Archivs bereits gesendet. 500 Genesekammern müssen aus dem Lager unserer Ninma-Anlage beschafft werden. Das sind Namen dabei. Zusätzliche Ektogenese-Forschungs. Im Gegenzug erhält Bennett in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Unsere Einschätzung des Zero Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr.
Sobek nur sehr ungern dazu bereit war. Aber ich habe ihr klargemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentliche Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während... Hallöchen! Woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Wie geht's dir denn? Ja, halt mal ein bisschen Ausschau. Nicht immer nur ich. Wir müssen uns die Arbeit teilen. Ach, als ob. Was als ob? Komm! Zurzeit warst du selten hier, aber schön, dass du da bist. Wir müssen wohl hochklettern. Ja, klettern. Oh, das ist aber lange. Warum? Ich liebe dieses Spiel. Liebe es. Es ist sehr schön, wenn du das meinst. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Echt, hey, was erwartest du denn? Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingen. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobek. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia der Kern des Systems in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobek selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Farzineth hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt... Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay?
Sieh mal hier. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Weil sowas kann halt auch immer so eine Art Druckmittel sein. Zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Aber uns vielleicht. Jetzt gucken wir uns erstmal hier um, ob es hier irgendwas gibt. Ich glaube, die ist bei dir besser aufgehoben. Okay. Bei mir. So. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den brüchigen Zustand zu versetzen. Gegner im brüchigen Zustand sind anfällig für Stoßschaden. Jetzt brennt der Licht. Ich kenne nur Hirnfrost. Nicht mal den kenne ich. Bei mir gibt es sonst eigentlich nichts Neues, außer dass heute meine Horizon Forbidden West Collector's Edition ankam. Deswegen ein schöner Tag ist. Ansonsten gibt es nichts. Gar nicht so. Ich dachte, es geht langsamer. Oh Gott. Ist gar nicht mein Spiel, aber ich kann verstehen, wenn man auf Spiele wartet. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Weil ich es kann, Stenz, weil ich es kann. Oh, so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Wechsle Waffen, indem du sie gedrückt hast. So, sonst hat es immer so einen Kreis noch unten angezeigt. Sie ist brüchig, ich kann ihr mehr Schaden zufügen. Ist schon brüchig, Aloy. Ich nehme lieber den Bogen. Ja, ist ja okay, ich bei mir schon. Hast dich! Die Maschine hielt der Kälte nicht stand. Ha. Noch mehr Osseramstöberer. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Und wir haben eine gleich, ne? Wir haben bestimmt gleich eine. Oh, Osseram, warte mal. Also, den Explosionskreis gibt es bestimmt als Ziel. Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Ja, da war so ein kleiner Punkt gewesen. Man mich vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farsineth? Nein. Okay, er war okay, schlimmer. Okay. Hier kommen wir vielleicht rüber. Jetzt lass mich doch mal gucken. Brille? Was Brille? Ach so, meinst du. Aber liegt schon bereit. Brille liegt schon bereit. Hat gerade ein Osseram. Na, jetzt erst. Oh mein Gott. Ja, wie hieß der aus dem ersten Teil? Der Osseram. Oh, wie hieß er denn? Mit dem sind wir doch auch die... Oh, scheiße, wie hieß er denn? Der mit seiner Schwester. Der war auch Osseram. Vielleicht sehen wir den gleich, wenn so viele Osseram hier rumlaufen. Wie denn? Fällt es gerade nicht ein, ne?
Scheiße, wie ist er denn? Oh, ich mag sowas gar nicht. Ne? Das geht mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum, bis wir ihn sehen. Aber weiß denn keiner von euch, wie der hieß? Der mit der Glatze. Oh Mann, und dem Sturbart. Wie hieß der denn? Wow. Dieses große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Nee. Ja, stell dir vor, damit zu den Sternen Maschinen zu fliegen. Haben sie zerfetzt. Der Diese Typen Schiffe. Hatten keine Chance. Das macht mich fertig, ne? Das macht mich fertig, sowas. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. O, irgendwas mit O. O. Oleg? Nee, wie ist er? Ich glaube, der hieß irgendwie so Oleg oder so. Nicht Otto. Scheiß, wie ist er denn? Ich glaube, Oleg hieß er. Wir werden es bestimmt gleich sehen. Osseram. Oh. Hallöchen, Manx? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo und willkommen. Der Vorgänger. Ich weiß es noch nicht. Wir spielen es noch nicht lange, aber bis jetzt ist es, ja, genauso gut. Ein bisschen was von den, also was man kann, ist ein bisschen anders. Neu. Eine Fähigkeit bis jetzt. Und wir haben schon eine neue Maschine entdeckt. Komm schon, ich bitte dich. Das war voll ins Auge. Voll auf die 12 habe ich dir gerade geschossen. Deines Rübenschwein. Verstärkten Kumpels gerufen. Fuck, das ist ja dumm gerade gewesen. Wie kann ich ihn schlagen? Scheiße, wie kann ich ihn schlagen? Hey, warum? Wie geht denn das? Okay.
Wie kommen wir jetzt hier raus? Wie kann ich denn schlagen? Die hat den Stab dabei, aber ich kann ihn nicht benutzen. Das verstehe ich gerade nicht. Also nur Durchschnitt. Weiß am Bescheid. Also ich finde es nicht Durchschnitt. Gut, es ist Geschmackssache. Ich bin Fan von dem her. Schlug direkt durch die Mauer. Ja. Alles klar. Bis dann, Schlenz. Schön, dass du da warst. Der Alte kann jede Nachricht. Na, mach mal. Ab einem gewissen Alter muss man das machen. Was ist hier drin? Hab ich verstanden. Alles gut. Da hinten ist eine Leiter. Entschuldigung. Dankeschön. Nee, das wollte ich nicht. Es irritiert mich hier so ein bisschen, ne? Wenn das leuchtet. Ich denke dann immer, da ist irgendwie was zum Lesen halt. Oh, gut getan. Aber sag doch mal. Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Hallöchen, Bob. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Dankeschön, danke fürs Verständnis. Und da kamen wir, ne? Ach, da müssen wir hoch. Boah, ich bin gespannt, ob wir alleine gegen die Maschine kämpfen gleich. Sind es zwei? Oh mein Gott. Drei? Okay. Drei von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Okay. Oh, das ist das Geilste. Das habe ich schon im ersten Teil geliebt. Hui! Das macht so Spaß. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite entlang
Besser meine ich. Ich dachte, er kommt hier lang. Wahrscheinlich kommt er auch hier lang. Ja. Oh nee, doch nicht. Der wird gleich wieder hierher. Der einzige? Zwei. Na komm. Er ist doch gerade hier lang gelaufen. Ja, so ist fein. Ich habe ihm voll ins Auge geschossen. In dein kleines Auge habe ich dir geschossen. Was ist da los? Jetzt. Was mich irritiert, ist dieses, unten steht immer Gräber durchsuchen oder so, ne? Warum steht da nicht Wächter? Gehabt. Ruhig das ist. So ruhig gerade. Ach hier. Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Gut. Hopp, hopp, hopp. Boah, ich hab, muss ich ihn hin? Warte mal. War gerade in so. Oh, geil. Muss ich ihn hin? Okay, da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Kreispunkt ausspringe. Nicht geschafft. Noch einmal. Mal? Wo denn hin? Hä? Warte mal. Da. Warum?
Warum komme ich hier nicht weiter? Ja, ich muss doch da hoch, oder nicht? Muss ich? Verstehe ich gerade nicht, warte mal. Muss ich? Okay. Mhm. Und dann, ich muss doch da hoch. Ich bin nicht hoch genug. Ja, wo willst du denn ich hin? Ich versuch's nochmal. Jetzt stehe ich jetzt total auf dem Schlauch. Wo will sie denn hin? Ich muss doch da hoch. Okay. Warte mal. Hä? Ich kann die Stange erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Mach das doch. Ich komme nicht weiter. Hä? Welcher Greifpunkt? Von hier. Nicht geschafft. Noch einmal. Was? Ich check grad nicht, was sie will, gell? Springe und tippe an, um dich in Greifpunkt. Tippe vor dem Erreichen des Greifpunkts an, um in die Luft zu springen. So ein Witz. Geschafft. Oh mein Gott. Das wird ja noch lustig werden mit uns. Oh, dem ich schon in die Tiefe stürzen. Sache. Oh, ich hoffe, wir kommen in Schneegebiete. Stimmt, kommen wir auch zu Schnee. Da freue ich mich schon drauf. Das klingt ja gut. Wenn du das als gut bezeichnest, okay, Eloy. Okay. Oh Gott. Der Sturm wird stärker. Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Vorsicht! Fall nicht runter. Ja, ja, fall nicht runter. Deines. Pass auf dich auf. Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Kann ich übrigens auch. Das mache ich in meiner Freizeit immer. Sowas. Kein Problem für mich. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komme ich damit rüber. Rutsch doch! Hui! Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Die fällt fast auseinander. Sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Okay. Oh, super. Noch mehr Maschinen. Nein, der hat mich gesehen, oder? Wie so ein Hund. Da kommt hier ein noch. Ja, der hat mich gesehen. Ich bin doch geduckt. Ohne Scheiß. Was ist da los? Warum sehen die mich denn?
nicht irgendwo rauf? Ich muss mal kurz ein bisschen rennen. Ich bitte dich! Ich sterbe jetzt. Steuerkonsole könnte da drin sein. Oh, Hackgasse. Schön. Ein Wächter haben wir noch, ne? Der. Den nicht. Was ist er denn? Ja. Wie so ein kleiner Wauzi. Sorry. Okay. Bin ich hier ungestört. Oh, ich würde so gerne auf den wieder reiten können. Also können wir ja irgendwann, aber... Ja. Jetzt möchte ich das gerne. Sofort. Hatte irgendwo... Bin ich vorhin vorbeigelaufen, da habe ich eine Vorratskiste gesehen, glaube ich. Auch im Gras. Mit. Aber an das Holz muss ich denken. Ich vergesse immer das Holz. Würde gerne übersehen. Was sage ich es noch? Es wird gerne übersehen. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Hängt in den Seilen. Hey Leute, schaffst es. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Klettern, Eloy, klettern. Rauf, rauf, rauf.